hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Nimm deine Macht an. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 28. Juli 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben in unseren Übertragungen großen Wert auf die Stärkung der Menschheit gelegt. Wir wollen sehr, dass ihr euch selbst als mächtige Wesen erlebt, sowohl als Individuen als auch als Kollektiv. Wir wollen, dass ihr euch selbst auf diese Weise erlebt, denn ihr seid mächtige Wesen, die ihre Realität erschaffen, und wir geben euch dies auch als Antwort auf das, was wir sehen. Wir sehen viele erwachte Individuen, die ihre Macht aufgeben. Eine der Möglichkeiten, wie du dies tust, ist die Annahme, dass du einen vorbestimmten Satz von Umständen auslebst. Du gibst deine Kraft an das Du ab, das in der siebten Dimension gegenwärtig war, als du dich entschieden hast, in welche Umstände du in diesem Leben hineingeboren werden sollst. Eine andere Möglichkeit, diese Macht zu verschenken, ist für Menschen, die Vorhersagen treffen. Wenn eine Person oder ein Wesen eine Vorhersage macht und ihr dann glaubt, dass die Vorhersage in Stein gemeißelt ist, umarmt ihr euch selbst auch nicht mehr als die Schöpfer eurer Realität. Eine weitere Möglichkeit, wie du deine Macht verschenkst, ist zu glauben, dass jemand in der Politik, jemand in einer Kabale oder außerirdische Wesen die Fähigkeit haben, dich entweder ohne deine Zustimmung zu kontrollieren und zu manipulieren oder deine Retter zu sein. Wir versuchen euch zu befähigen, weil wir wollen, dass ihr erkennt, dass ihr Quellenenergiewesen seid, die all dies erschaffen, sogar jene bösartigen Wesen, die versuchen euch zu kontrollieren und zu manipulieren. Aber es konnte nur durch Vereinbarung geschehen, und du hast die Macht, nicht zuzustimmen, dass du kontrolliert oder manipuliert wirst. Du hast auch die Möglichkeit zu wählen, auf welcher Zeitachse du dich befindest. Du hast die Macht, dich zu deinem eigenen Retter zu machen. Ihr habt die Macht, die Realität zu manifestieren, die ihr erleben wollt. Ihr habt die Macht, euren Wandel zu beschleunigen. Und all das bedeutet, dass der Blick von außen auf euch selbst nicht die Anerkennung des mächtigen Wesens ist, das ihr seid. Deshalb legen wir auch Wert darauf, ins Innere zu gehen. Wir möchten, dass du diese Kraft innerlich erlebst. Wir wollen, dass du es als ein Gefühl kennst, als etwas, das du schwingst. Wir wollen, dass du es als etwas erkennst, das du bist. Ihr seid die Kraft, die ihr sucht. Du bist die Manifestation, die du leben möchtest, aber wenn wir und andere wie wir dich nicht davon überzeugen können, auf all das in dir zuzugreifen, dann wirst du weiterhin außerhalb von dir nach den nächsten Umständen suchen, die kontrollieren werden, ob du bekommst, was du willst oder nicht. Und das gilt für euch persönlich und für euch gemeinsam. Was willst du für die ganze Menschheit, einschließlich dir selbst? Konzentriere dich auf diese Schöpfung, schwinge in Harmonie mit ihr und lass sie dann los. Lass das Universum die schwere Arbeit tun, während du dich zurücklehnst, dich entspannst, meditierst und ein Leben voller Freude führst, wie auch immer das für dich aussieht. Es gibt viel Freude zu spüren, zu teilen, zu erfahren. Ihr müsst nicht warten, bis ihr vollständig fünfdimensional seid, um in Freude zu leben. Und das ist etwas anderes, was wir für euch alle wollen. Tue, was dir Freude bereitet. Aktiviere Freude in dir und das Universum wird reagieren, denn so funktioniert das Universum. Wir sind der arcturianische Rat. Und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.